Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2, der Randomizer Nuzlocke Challenge im Hürdenmodus. Wir sind beim letzten Mal hier in der Panaero-Höhle stehen geblieben und haben diese fast fertig erkundet. Aber nur fast, denn hier führt noch eine Treppe weiter nach oben. Ach, und guck mal an, hier ist es auf einmal hell. Hier brauchen wir die TM-Blitz gar nicht mehr. Aber was wir beim letzten Mal noch getan haben, da steht ein alter Sack. Erstmal holen wir uns das versteckte Item. Ein Sonnenstein. Ein weiterer Entwicklungsstein. Was wir ansonsten beim letzten Mal noch getan haben, waren ein paar Lichtungen abzuchecken. Und das sehr erfolgreich, denn dort konnten wir zwei weitere Pokémon für unser Team gewinnen. Nämlich ein Schneebedeck und ein Letherking. Und hier für diese Höhle, wo wir uns gerade befinden, haben wir ebenfalls noch einen Encounter frei, den wir auch gleich noch fangen werden. Hier finden wir erstmal eine TM, die TM 56 Schleuder. Nehmen wir natürlich auch mit, aber ist jetzt nicht unbedingt die Attacke, die ich gerne gesehen hätte. Wenn ich mir eine TM hätte aussuchen können, dann wäre es nicht unbedingt diese gewesen. Und auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, mit Stärke ein paar Felsen zu verschieben, um uns den Rückweg zu erleichtern. Wunderbar, denn im Gegensatz zu Zerschneiderbäumen bleiben die Stärkesteine an Ort und Stelle, wenn man sie dort einmal hinverschoben hat. Und wisst ihr was, ich lasse den Schutz jetzt mal eben auslaufen, damit wir jetzt gleich, also wirklich jetzt gleich, unseren Encounter fangen können. Oder gibt es hier oben überhaupt keinen Encounter? Okay, das könnte natürlich auch sein. Dann... Ne, hier oben scheint es echt keinen Encounter zu geben. Gut, das war mal wieder ein klassischer Fail. Stattdessen quatschen wir dann gleich mal mit dem alten Mann. Nachdem wir noch mehr Protein aus diesem Stein gezogen haben. Proteine haben wir schon beim letzten Mal gefunden. Ist so unsere Lieblings-Pokémon-Droge in diesem Spiel anscheinend. Hallo! Jahrzehnte suche ich doch nach ihm. Dem legendären Pokémon Cobalion. Das wir ja schon mal gesehen haben. Das ist vor uns erschienen und ist dann allerdings wieder weggehoppelt. Was ist die Menschen also noch immer? Das denkt es sich wohl, wenn es die Welt von heute sieht. In der Pokémon und Menschen in Eintracht leben. Okay. Ich dachte... Hier gibt's keine Encounter? Oh Gott. Ich wollte eigentlich sagen, ich dachte, der Mann hätte ein bisschen mehr zu erzählen. Und in dem Moment kommt unser Encounter-Pokémon. Ein Nassgnet. Ein Gesteins-Pokémon, hey. Eins der Pokémon, alleine was das Optische angeht, nur ganz knapp über Unra Tytox steht. Die Weiterentwicklung von Nuzlocke ist sogar noch einen ganzen Ticken hässlicher, aber Nuzlocke selbst würde auch nicht unbedingt in der Pokémon-Welt als Model durchgehen. Gut, wir werden es natürlich trotzdem fangen. Dazu müssen wir jetzt erstmal schwächen. Nuzlocke, ebenfalls ein reines Gesteins-Pokémon, das Erholung kann, aber es hat noch volle KP, deswegen nützt das relativ wenig. Deswegen nützt auch die Donnerwelle eigentlich relativ wenig. Wenn es Erholung einsetzt, geht die Paralyse ja auch weg. Funkensprung, jo, danke, erhöhe mal unseren Spezialangriff. Und das Besondere an Nuzlocke ist, ihr habt es gerade gesehen, dass es Elektroattacken beherrscht, und zwar einige Elektroattacken, sehr ungewöhnlich für ein reines Gesteins-Pokémon. Hat es auch einen relativ passablen Spezialangriff, glaube ich. Und eine sehr gute physische Verteidigung, wie man hier sieht. Aber das haben ja nahezu alle Gesteins-Pokémon. So, er setzt wieder Erholung ein, was für uns gar nicht mal so schlecht ist. Denn der Zustand Schlaf vereinfacht das Fangen ungemein. Ein Pokémon, wenn es schläft, hat sogar eine bessere Fangrate, als wenn es bis in den roten KP-Bereich geschwächt ist. Oder es hat dann ungefähr den gleichen Effekt. Also ein Pokémon in Schlaf zu versetzen,
ist mit Abstand die beste Möglichkeit, wenn ihr Pokémon fangen wollt. So, bei Erholung ist es immer so, dass das Pokémon dann 2 Runden schlafen wird. Sprich, in der nächsten Runde wird es zu 100% aufwachen. Und solange es noch pennt, möchte ich natürlich versuchen, diese Chance zu nutzen, um es zu fangen. Nass genäht. Oh mein Gott. Auch ein Pokémon, das ich noch nie im Team hatte. Ein Pokémon aus der 3. Generation, das in der 4. Generation mit Voluminas eine Entwicklungsstufe hinzubekommen hat. Aber irgendwie hat das Pokémon trotzdem etwas Künstlerisches, oder? Das Kompass-Pokémon von Typ Gestein wiegt 97 Kilo. Es schützt sich mit Objekten aus Eisen, die es mit Hilfe seiner immer nach Norden zeigenden magnetischen Nase anzieht. Seine Nase zeigt immer Richtung Norden. Oh mein Gott. Und was ist, wenn es mit den Augen Richtung Süden guckt? Macht die Nase dann eine 180-Grad-Drehung? Ich habe gerade komische Bilder im Kopf, die ich ganz schnell loswerden möchte. Was mir dabei hilft, wäre erstmal, uns einen Spitznamen für unser weibliches Nassgnet zu überlegen. Wir nennen sie einfach mal Zinkenzeter, weil ich habe keine Ahnung, weil sie so einen fetten Zinken im Gesicht hat und Zeter, weil mir gerade nichts anderes eingefallen ist. Und vor allem, weil ich diesen Anblick von Zinkenzeter nicht mehr ertragen kann. Dennoch, herzlich willkommen im Team. So, aber jetzt wieder zu der Frage, was hat es mit Kobalium hier auf sich, dass wir, wie schon gerade gesagt, ja schon mal gesehen haben, dass uns vor uns erschienen ist. Ich meine sogar in Pokémon Schwarz und Weiß 1, dass man hier Kobalium fangen kann, genau an dieser Stelle hier. In Schwarz und Weiß 1 steht es, glaube ich, hier genau zwischen diesen Felsen. Gut, aber zumindest zum aktuellen Zeitpunkt steht dort nichts und niemand. Gut, dann sind wir hier fertig, haben auch unseren Encounter, über den ich jetzt nicht so begeistert bin, gefangen. Aber nachdem wir wieder ein bisschen für Licht gesorgt haben, können wir die Höhle wieder verlassen und uns nach draußen begeben. Wir sind ganz schön hochgegangen, fällt mir jetzt erstmal auf. Wir waren irgendwo mitten im Berg drin. Aber da wir die Stärkefelsen zuvor ein bisschen verschoben haben, ist der Rückweg relativ schnell über die Bühne gegangen und wir können weiter Richtung Nordwesten surfen, wo übrigens schon die nächste Höhle auf uns warten wird. Ich glaube, hier können wir uns heilen lassen, ne? War dem nicht so? Genau. Habe ich doch richtig im Kopf? Müssen wir nicht nochmal ganz zurück zum Pokémon Center rennen? Denn auch die nächste Höhle wird keine leichte sein. Sie wird steinig. Ja, wobei, so steinig wirkt sie, glaube ich, gar nicht. Aber sie wird auf jeden Fall ein bisschen größer. Und da sind wir auch schon. In der Elektrolithöhle. Eine elektrisierende Erfahrung. Ich verstehe. Dann wollen wir diese Erfahrung doch mal machen. Allerdings haben wir hier noch irgendwo ein verstecktes Item. Und da werde ich mal kurz einen Superschutz einsetzen. Gehört das Gras hier noch zur Höhle? Nein, das gehört zu Route 6, okay. Aber wo ist denn das versteckte Item? What the fuck? Habe ich gerade einfach nur nicht aufgepasst? Ja, sieht so aus. Ich habe vorhin einfach nur nicht aufgepasst, denn hier ist noch ein weiteres altes Item. Und unser Kontostand, der wird irgendwann echt in die Höhe schießen. Gut, aber dann gehen wir mal hinein. Nach der Panaero-Höhle kommt die, wie ich, sehr atmosphärisch, sehr schöne Elektrolithöhle und guck mal, wer da vorne steht. Können wir einfach an ihr vorbeischleichen? Oh, das macht sogar ein Geräusch, wenn wir diesen elektrisch geladenen Felsen zu nahe kommen. Bekommen wir dadurch Schaden?
Nee, ich dachte schon. Das wäre aber irgendwie auch relativ cool gewesen. Auch wenn wir in die Pfützen kriegen, kriegen wir so einen kleinen elektrischen Schlag. Auf jeden Fall diese Höhle. Wenn es einen Lieblingsort für mich in Schwarz und Weiß gibt, in der Einar-Region, dann ist es, glaube ich, diese Höhle. Die finde ich relativ cool. Ansonsten hatte ich, glaube ich, auch am Anfang des Let's Plays gesagt, was die Orte, was die Landschaften und so angeht, gefällt mir die Einar-Region leider nicht so gut. Hey du, wir kennen uns doch. Wusstest du schon, dass sich die schwebenden Steine verschieben lassen? Dieser Ort ist seit jeher mit elektrischer Energie aufgeladen, die den Pokémon zugefallen scheint. Die elektrischen Ladungen reagieren miteinander, was zu den Phänomenen der schwebenden Steine führt. Aber bedenke, dass sich nicht alle Steine verschieben lassen. Okay, danke für den Hinweis. Oh mein Haar, hätte ich vergessen, dass ich hier etwas untersuchen wollte. Hehehe. Bis später. Okay, aber was sie untersuchen möchte, erzählt sie uns natürlich nicht. Oh, das war jetzt gerade ein komischer Ruckler. Gut, aber mit schwebenden Steinen meint sie wahrscheinlich diese Dinger hier. Und manche davon können wir verschieben, wie zum Beispiel diesen da. Und es stellt sich wie immer die Frage, wenn da etwas auf der Erde herumwirbelt, sollen wir hineingehen? Es wäre unser Encounter-Pokémon, liebe Freunde. Aber es ist nur, in Anführungszeichen, ein Normal-Juwel. Unser Schutz ist noch aktiv, deswegen können wir noch keine Pokémon begegnen. So, und... Ah ja, ich erinnere mich, so ging das. Mit schwebenden Steinen meinte die liebe Belle diese hier. Wenn wir diese in eine bestimmte Richtung verschieben, nämlich zu Steinen, die eben elektrisch geladen sind, werden die davon automatisch angezogen. So bewegen wir uns also hier fort. Und hier finden wir ein Nugget. Hey! Dollarzeichen, Dollarzeichen. Gatsching. So, hier dasselbe Spiel. Schutz erneuere ich erstmal. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um, bis wir den Encounter uns anschauen. Auch hier laufen einige Trainer rum. Also, erstmal wieder ein bisschen kämpfen. Ah, Moment. Erstmal, nein, da wollte ich nicht gegenlaufen. So, bitte. Dann kommen wir so an das Item, den X-Treffer heran. Hätten wir uns auch schenken können, aber hey. Dann kämpfen wir erstmal gegen dich. Und natürlich sind hier in dieser Höhle auch Forscher unterwegs, die dieses Phänomen auch genauer untersuchen möchten. Warum die Steine vielleicht auch eben genau geladen sind. Hängt es wirklich nur mit den elektrischen Pokémon hier zusammen? Er hat auf jeden Fall ein elektrisch geladenes Pokémon. Ein Magneten. Kein Nassgneten, sondern ein Magneton. Einen echten Magneten. Und das hat eine Vierfachschwäche gegen Bodenattacken. Und da uns Magneton nicht one-shotten kann und er sowieso ein Item einsetzt, X-Angriff auf Magneton. Ein speziell angreifendes Pokémon, den physischen Angriff verstärkt. Das ist sehr clever. Aber eine Sache habe ich vergessen. Auch Magneton hat die Robustheit. Seine Init wird gesenkt, aber ich bezweifle, dass wir jetzt schneller sind, oder? Nein, wir sind doch schneller, denn die Flinkklaue wird getriggert. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Und mit dem ebenfalls effektiven Zertrümmerer gegen den Stahltypen von Magneton können wir es aus dem Spiel nehmen und 1500 Erfahrungspunkte einheimsen. Eine elektrische Ladung hast du jetzt auch voll ins Gesicht bekommen. Im regulären Spiel übrigens hier in dieser Elektrohydrüde kann man, wer hätte es gedacht, überwiegend Elektro-Pokémon fangen. So, da wartet eine Gitarristin auf uns. Okay, und sie bezeichnet ihre Pokémon als Bandmitglieder. Okay, hier muss sie ihre Gitarre wahrscheinlich nirgendwo anschließen. Jane heißt sie. Wie ich finde, ein sehr schöner weiblicher Name. Sie kämpft mit einem Emolga, das finde ich weniger schön. Auf jeden Fall Level 33. Braucht sie hier keinen Stromanschluss, denn der Strom, der ist hier mehr oder weniger frei zur Verfügung stehend oder schwebend oder wie auch immer. So, Emolga hat eine Schwäche gegen Steinsattacken.
Schockwelle überleben wir auf jeden Fall. Selbst ein Volltreffer dank unserer Robustheit. Aber es macht nicht mal die Hälfte. Aber die Steinkante geht daneben. Und Schockwelle wiederum im Gegensatz ist eine Attacke, die zu 100% trifft. Da werden wir auf jeden Fall auswechseln müssen. Aber Emolga macht uns so ein paar Problemchen, sehe ich gerade. Sollen wir zu Amperino gehen? Wir wechseln mal zu Amperino. Elektrum-Flugattacken können wir ganz gut abfangen. Mach doch nochmal die Schockwelle. Jawoll! Denn dadurch wird sich unser Blitzfänger aktivieren und unser Spezialangriff steigen. Oh, by the way, Blitz brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal für eine ganze Zeit lang nicht mehr. Zum Glück ist es in dieser Generation ja eine TM und keine VM. Wir können es also Voltenso jederzeit wieder verlernen lassen. Und natürlich bekommen wir die Paralyse ab. Aber der Feuerzahn lässt Emolga zurückschrecken. Dann können wir es jetzt mit einem Voltwechsel beenden. Ich habe zuerst nicht auf Voltwechsel geklickt, weil ich glaube, ein Voltwechsel hätte bei voller KP bei Emolga nicht ausgereicht. Deswegen wollte ich erstmal mit Feuerzahn es ein bisschen schwächen, um es dann zu finishen. Hatte zur Folge, dass wir uns selbst paralysieren. Verteidigung 0 nach oben. Oh, ja, physisch oder allgemein. Amperino hält einfach nicht viel aus. Das müssen wir in Zukunft noch mehr bedenken als aktuell. So, jetzt müssen wir die Paralyse erstmal heilen. Ein Paraheiler müssten wir haben. Jawohl, so sieht's aus. So, und auch unsere Pokémon werden noch eben mit ein bisschen Tafelwasser voll geheilt. Auch wenn ich das eigentlich für kontraproduktiv halte, wenn man einem Gesteins-Pokémon etwas Wasser gibt. Denn sie reagieren ja eigentlich allergisch auf Wasser. Aber auch egal. Smogon ist der einzige, der noch nicht auf 35 ist. Und deswegen werden wir jetzt mit Smogon kämpfen. Und beim nächsten Level-Up kommt es dann auch zur Entwicklung. Ein Transferorb, von dem ich immer noch keine Ahnung habe, was wir hiermit machen können. Ist schon unser dritter oder vierter, glaube ich, den wir gefunden haben. So, da unten oben haben wir noch ein Item. Superball. Ja, super, sieht anders aus. So, dann müssen wir diesen Stein einmal dorthin verschieben. Der Stein, der wird nach unten verschoben. Und zack, können wir schon weitergehen. Und schon wieder ein verstecktes Item in der Nähe. Wir sind der Super Treasure Hunter in diesem Spiel. Wir werden jedes einzelne versteckte Item finden. Auch diesen wunderbaren Trank, der 20 KP heilt. Gott sei Dank haben wir den gefunden. So, wir bekommen ein bisschen elektrische Ladung ab. Ich finde die Details ziemlich cool. Ich glaube, da geht es weiter bei der Brücke. Deswegen gucken wir uns erstmal hier noch kurz um. Können wir das überhaupt? Nein, den Stein können wir nicht verschieben. Das ist also nur ein Rückweg. Hey! Nächste Encounter-Chance. Aber auch das ist kein Encounter, kein Pokémon, sondern wieder ein Juwel. Ein Giftjuwel diesmal. Also hier können wir in dieser Höhle anscheinend sehr viele Juwelen finden. In den Sandstaubwolken. Und holy shit, da geht es noch sehr weit nach unten. Die Höhle ist definitiv größer als die Panaero-Höhle. Die Elektrolithöhle. Ich liebe diesen Ort. Ist das Akromas? Ich glaube schon. Zum einen bin ich fasziniert davon, dass sich die elektrischen Phänomene hier mit mathematischen Formen beschreiben lassen. Ja, das ist eindeutig Akromas. Und dann ist da auch noch die Verbindung der Höhle zu den Pokémon, sowie die der Menschen zu den Pokémon. Für mich ist dies hier der ideale Ort. Ich muss aufbrechen, um die Pokémon zu retten. Ich muss der ganzen Sache ein Ende bereiten, um meine Freunde zu beschützen. Okay, der Schluss klang jetzt nicht unbedingt nach Akromas.
Denn ich glaube nicht, dass er irgendjemanden als seine Freunde bezeichnen würde. Also das ist jetzt wirklich interessant. Wer war das gerade? Wir werden es vielleicht später herausfinden. Jetzt aber erstmal kämpfen wir gegen diesen Ast-Trainer. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe, immer gegen Ast-Trainer zu kämpfen. Denn die sind normalerweise immer einen Ticken stärker als die normalen anderen Trainerklassen. Und vor allem, sie haben meistens mehrere Pokémon. Naoto. Holy shit, es ist ein Dreierkampf. Fassasnob, Klick und Sandamia. Okay, gucken wir, was wir tun können. Hatten wir überhaupt schon mal einen Dreierkampf in diesem Let's Play? Ich glaube nicht. Denn Dreierkampf ist ein bisschen anders als der Reihumkampf. Denn jedes der Pokémon, das auf dem Feld sich befindet, kann zu einer Attacke greifen. Dabei können nur die beiden Pokémon, die in der Mitte stehen, jedes beliebige Pokémon angreifen. Die Pokémon links und rechts können nur das Pokémon in der gegnerischen Mitte oder von sich gegenüber angreifen. Also in Smogon's Fall zum Beispiel können wir nur Klick oder Fassasnob angreifen. Oder wenn wir wollen würden, auch Brocker. Aber nicht Sandamer zum Beispiel. Hätten jetzt Smogon und Voltenso die Plätze getauscht, das wäre wesentlich besser gewesen. Denn die Bodenattacken von... Oh, Sandamer kann bestimmt Intensität, oder? Oder vielleicht sogar Erdbeben. Und die sind alle auf Level 36. Also da muss ich jetzt auf jeden Fall gut überlegen, wie ich hier vorgehe. Ich glaube, mit Smogon kann ich auf jeden Fall drin bleiben. Bei Klick kann ich zwar keinen Schaden anrichten, aber ich kann Fassasnob erstmal mit der Matschbombe attackieren. Will ich mit Brocker hier drin bleiben, die eventuell von allen drei Pokémon angegriffen werden könnte? Und am langsamsten ist. Wir hätten die Dampfwalze, die übrigens auf alle Pokémon, die sich hier gerade auf dem Feld befinden, gehen würde. Da wir Voltenso drin haben, mache ich das auf keinen Fall. Denn Sandamer wird bestimmt auch eine ähnliche Attacke gleich einsetzen. Ich könnte drin bleiben, um Fassasnob mit der Steinkante zu attackieren. Allerdings sehe ich Fassasnob momentan als das kleinste Problem an, auch wenn es ein voll entwickeltes Pokémon ist. By the way, ich glaube, wir haben noch überhaupt keinen Fassasnob in diesem Let's Play gesehen, oder? Das hier ist die männliche Form eines Fassasnob. Die weibliche sieht deutlich, deutlich anders aus. Aber auch die werden wir schon relativ bald zu Gesicht bekommen. Nehme ich an. Ich glaube, ich möchte mit Brocker hier auswechseln. Aber zu Gianluca kann ich wegen Flugattacken nicht raus. Soll ich zu Alduin? Der eventuelle Normalattacken von Fassasnob abfangen könnte. Und physisch ja auch gut aufgestellt ist. Also Sandamas Bodenattacken relativ gut tanken könnte. Ich glaube, ich wechsle mit Brocker zu Alduin. Und mit Voltenso werde ich auf Voltwechsel auf Fassasnob gehen. Denn Voltenso ist hundertprozentig schneller als Sandamer. Um so der eventuellen Bodenattacken, die wahrscheinlich kommen wird, auszuweichen. Ich glaube, so werden wir das machen. Brocker jetzt mal raus. Und dann mal gucken, was die drei gegenüber gleich so zu bieten haben. So, wir sind sogar am schnellsten hier mit Voltenso. Schneller als Fassasnob. Reicht das so? Jo, es reicht sogar aus. Sonst hätte Smogon dem Viech den Rest gegeben. Das passt schon mal ganz gut. So, dann werden wir... Oh, Brocker erreicht schon Level 36, holy shit. Und versucht Tarnsteine zu erlernen. Hui.
Wollen wir ihr das beibringen? Ich meine, für Online-Kämpfe, wenn man gegen menschliche Spieler spielt, ist Tarnsteiner eine super Attacke. Aber in einem Playthrough gegen NPCs... ich glaube, da möchte ich lieber noch den Zertrümmerer behalten. Sollten wir Tarnsteine später vielleicht doch noch wollen, können wir ja zum Attackenerinnerer gehen, um ihr das so dann wieder nachgehend noch beizubringen. So, jetzt müssen wir Amperino auswechseln. Gianluca oder Gloria. Das Problem ist, wir haben zwar eine Wasserattacke mit Surfer, aber die würde auch unseren Kameraden, in dem Fall Alduin, treffen. Aber soll ich trotzdem zu Gloria gehen? Aber die hat kaum physische Verteidigung, ne? Egal, ich wechsle mal zu Gloria. Eine Bodenattacke oder was Sandama jetzt auch immer droppen wird, sollten wir schon überstehen. Schaufler! Okay, da haben wir sogar noch Zeit, eventuell auszuwechseln. Matschbombe geht auf Klick automatisch. Und der macht Autochemie. Erhöht, glaube ich, seine Init, ne? Ja, sogar stark. Und ist leichter geworden. Es hat also ein bisschen... ein paar Einzelteile praktisch abgeworfen, kann man sagen. Gift auf Stahl hat natürlich keine Wirkung. Deswegen werden wir hier mit Smogon nicht so wirklich viel reißen können. Wobei, wir bleiben einfach mal drin und greifen zur Gewissheit. Immerhin neutral effektiv. Mit Alduin werden wir Feuer-Odem auf Klick wirken. Und sollen wir einfach Surfer machen. Wobei Golking ist schneller, ne? Deswegen bringt es jetzt momentan nichts, Surfer einzusetzen. Deswegen gehe ich mal auf den Wasserring. Ja, denn Golking ist sogar am schnellsten von allen Pokémon, die aktuell draußen sind. Surfer hätte sonst eben nur Alduin gerade Schaden gemacht. Denn Surfer wirkt leider nicht. Auch wenn ein Pokémon unter der Erde ist. Schaufler, auf wen? Ja, er wollte ursprünglich auf Voltenso gehen. Huhuhu, Autotomie, das zweite Mal. Klick erhöht seine Init ins Unermessliche. Gewissheit. Ach, stimmt. Oh, ich vergesse es immer wieder. Unlichtattacken werden in dieser Generation von Stahl auch noch resistiert. Aber trotzdem, auf Dauer sollten wir Klick eigentlich so down bekommen. Greifen wir mal zur Stärke und gucken, wie viel Schaden das macht. Und du kannst jetzt Surfer einsetzen. Trifft zwar Alduin, aber Ladestrahl auf Smogon. Der steigert seinen Spezialangriff. Das ist nicht allzu gut. Und durch seine Init-Verdreifachung ist Klick mittlerweile am schnellsten. Aber was ich sagen wollte, Alduin fängt den Surfer sehr gut ab. Aber Sandama übersteht die Attacke. Hätte ich das gewusst, hätte ich mit Alduin Sandama angegriffen. Und der schaufelt sich schon wieder ein Grab und gräbt sich ein. So, Gewissheit. Und in der nächsten Runde sollten wir das dann schaffen. Gewissheit und Stärke auf dich. Und Golking kann in dieser Runde eigentlich gar nichts machen. Schlagbohrer auf Sandama, auch wenn es nicht trifft. Wieder Ladestrahl. Aber selbst ein Volltreffer überstehen wir noch. Und er steigert schon wieder seinen Spezialangriff. Also langsam sollten wir ihn dann aber mal besiegen. Das sollte jetzt aber der Fall sein. Smogon wird gleich den Rest erledigen. So, der Schaufler geht diesmal auf Alduin. Und der Beulenhelmschaden macht den Rest. Jo, vielen Dank, Sandama. Hast dich selbst rausgenommen. Und die letzte Attacke in diesem Dreierkampf gehört Smogon mit der Gewissheit. Und vielleicht reicht das sogar zu einem Level ab? Fragezeichen. Ne, das war zu wenig Erfahrungspunkte dafür. Aber wir bekommen ein bisschen Kohle. Und holy shit, geht dieser Part schon wieder fast eine halbe Stunde? Ernsthaft jetzt? Oh Leute, die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat, nicht wahr?
Was ich aber gerne noch in diesem Part erleben würde, wäre Smogons Entwicklung. So, den Stein können wir dorthin verschieben. Können wir... So, Moment, hä? Haben wir das jetzt verkackt? Wieso kann ich den Stein denn nicht nach oben? Jo, das haben wir verkackt. Können wir das nochmal resetten? Wir gehen mal kurz nach unten. Und direkt wieder nach oben. Okay, das können wir also resetten. Dann machen wir das einmal so herum. Erneuern noch unseren Schutz. Denn wir haben noch eine Poképuppe. Wir haben auch noch nicht unseren Encounter gefangen. In diesem Part. Vielleicht machen wir das jetzt noch? Nee, machen wir, denke ich, nicht. Oder? Nennt mich doof und sagt, dass ich ein Kurzzeitgedächtnis habe. Wir haben doch noch keinen Encounter. Nee, haben wir noch nicht. Wir haben nur unser Nassgnet in der Panaero-Höhle gefangen. Ich dachte schon, ich werde kurz paranoid, aber nein. So viel Gehirnzellen, Synapsen habe ich doch noch zusammen, um mich richtig dran zu erinnern, dass wir hier noch kein Pokémon gefangen haben. Ich glaube, die beiden wollen nicht kämpfen, oder? Wer wart ihr denn noch? Herr Dach, ich bin der Nugget Senior. Und ich bin Nugget Junior. Schön, dass du hier bist. Ich habe hier was für dich. Ein Nugget, hey. Und hier, von mir bekommst du auch was. Ach so, von den Kleinen bekommen wir das Riesennugget. Alles klar. Nutz es weise. Ja, vielen Dank. Noch mehr Kohle. Ich will mich ja nicht beschweren über Geld. Also, man kann Geld wahrscheinlich nie genug haben. Aber schönere Items gibt es, glaube ich, trotzdem. Und diese Höhle scheint sich noch ein bisschen zu strecken. Da geht's wieder nach oben. Das versteckte Item ist irgendwo da auf der rechten Seite. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Ist das hier sekundär? Ich glaube, das hier ist sekundär. Okay, jetzt haben wir wieder irgendwas beim Festival Plaza oder wie das hier hieß, aktiviert. Schutz aktivieren wir auch nochmal. Ich bin gerade wirklich so ein bisschen schockiert. Okay, das könnte natürlich an dieser Höhle hier liegen, dass ich ein bisschen schockiert bin. Aber darüber schockiert, dass dieser Part jetzt schon wieder über eine halbe Stunde geht. Wo ist die Zeit geblieben? Wir sind ja kaum vorangekommen. Okay, der Dreierkampf hat jetzt gerade ein bisschen Zeit gefressen, aber dennoch. Gut, Freunde, ich würde sagen, dann machen wir beim nächsten Mal hier in der Elektrohit-Höhle weiter. Frisst tatsächlich mehr Zeit, als ich ursprünglich geplant hatte. Aber was willst du machen? Beim nächsten Mal fangen wir dann aber zu 100% unseren Encounter und werden die Höhle hinter uns lassen. Hoffe ich zumindest. In dem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Schwarz 2, der Randomizer Nuzlocke Challenge im Hürdenmodus. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.